Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wir lernen heute die erste Harfenstimme des Stückes Triptych Dance von Pierre Beauchamp in einem Arrangement für drei Harfen von Carlos Salcedo. Wir lernen die erste Harfenstimme heute. Ihr könnt das Stück auf jeder beliebigen Harfe spielen. Es muss keine Pedalharfe sein. Ihr stellt eure Tonart auf C-Dur oder auf F-Dur ein. Warum oder? Es ist eigentlich F-Dur, aber das B kommt in dem Stück nicht vor. Wenn ihr also vergesst, die B-Klappe nach unten zu stellen oder das B-Pedal nach oben zu stellen, dann passiert nichts Schlimmes zum Glück. Aber wenn ihr korrekt sein wollt, dann stellt eure Harfe bitte für F-Dur ein. Die Harfe 1 kann man in verschiedenen Versionen spielen, sehr einfach oder etwas erweitert. Wir beginnen. Der Fingersatz steht auch bereits in den Noten drin. Am Anfang setzt ihr den Daumen auf C, den zweiten Finger auf A und den dritten Finger auf das mittlere G des Violinschlüssels. Es geht abwärts. Und dann setzt ihr die beiden Finger direkt wieder zurück auf die Saiten, wo sie vorher schon waren. Und jetzt wird der zweite Finger wieder zurückgesetzt auf das A und zweimal abgespielt. Das ist der Beginn. Also C, A und G. Einmal abwärts. Einmal aufwärts. Und noch einmal das A nach unten einsetzen. Jetzt geht der zweite Finger auf G und der Daumen geht auf das A. Jetzt geht der dritte Finger auf F. Und jetzt setzen wir einfach einen F-Dur-Dreiklang ein. Dritter Finger auf F, zweiter Finger auf A, Daumen auf C. Wir wiederholen das auch nochmal. Also zweiter Finger auf G, Daumen auf A. Wem das zu kompliziert ist mit dem dritten Finger, der kann auch die linke Hand zur Hilfe nehmen. Er kann den zweiten Finger auf G, den Daumen auf A einsetzen und den linken Zeigefinger auf F. Und dann spielt er das F mit dem linken Zeigefinger und setzt in der Zeit A und C wieder ein mit rechten, zweiten und ersten Finger. Das geht also auch. Je nachdem, wie lange ihr schon Harfenunterricht habt und wie schwer euch das Drehen oder Wechseln noch fällt, kann man sich die Stimmen erleichtern. So, jetzt geht es wie am Anfang wieder abwärts mit C, A und G. Aber da spielen wir ab, weg von den Saiten. Jetzt setzen wir die drei Töne wieder ein. Wir haben also sozusagen eigentlich die gleichen Noten wie am Anfang, das gleiche Muster, nur einen kleinen Extra-Hüpfer, ein kleines Extra-G. Abspielen, wieder einsetzen. Und jetzt kommt wieder eigentlich die zweite Phrase, aber auch mit einem kleinen Extra-Hüpfer. Auch hier könnt ihr das F entweder mit dem dritten Finger spielen, so wie es in den Noten steht, mit dem dritten Finger. Ihr könnt es selbstverständlich auch mit dem zweiten Finger spielen. Oder mit dem linken Zeigefinger, geht auch. Probiert das bitte gerne aus und eure Hand wird euch gleich sagen, was ihr am liebsten ist. So, wir machen diese ersten 8 Takte einmal gemeinsam in einem langsamen Tempo. 1 und 2 und.
wiederholt es so lange, bis ihr das gut kennt, am besten bis ihr es auswendig kennt. Wir machen es noch einmal ein kleines bisschen schneller. Eins und zwei und. Geht weiter, das war schon die Hälfte vom Stück. Die rechte Hand geht jetzt nach oben zum oberen F und setzt zwei Finger ein, F und D, und dann geht es einmal abwärts und einmal aufwärts. Jetzt setzt ihr den zweiten Finger auf E ein. Ich würde absetzen zwischendurch, also 1, 2, weg von den Saiten und wieder neu einsetzen. Jetzt aber das E vorbereiten. Ja, also nochmal. F, D, wieder zwei Finger einsetzen und das E einsetzen. An der Stelle geht es nun weiter. Wir wechseln jetzt. Wir haben das E mit dem Zeigefinger gespielt. Jetzt spielen wir es mit dem Daumen. Und wer das alles in einer Hand spielen kann, setzt den ersten Finger auf E, den zweiten auf D, den dritten auf A und den vierten Finger auf G. Setzt mal diese vier Töne ein und lasst eurer Hand mal ein bisschen Zeit, diesen Griff zu fühlen. Also drückt mal die Saiten ein bisschen, ohne sie zu spielen, sodass ihr ein Gefühl bekommt für dieses Päckchen. Das Unangenehme ist, dass der dritte und der zweite Finger eine Quart voneinander entfernt sind. Das fühlt sich vielleicht etwas ungewohnt an. Daran muss sich die Hand erst ein bisschen gewöhnen. Ja? Wir spielen jetzt diese vier Töne einfach mal abwärts. Jetzt probieren wir das gleich nochmal. Wir öffnen die Hand, Daumen hoch. Die anderen Finger nach unten ausstrecken, ausklappen, nenne ich das immer gerne, weil die Finger werden nicht nach oben gezogen. Sie werden vom vorderen, hier von diesem zweiten Fingerglied, einfach nur nach unten ausgeklappt. Ja? Wie bei einem Flugzeug, wenn die Rollen rausfahren beim Landen. Ja? Die werden einfach ausgeklappt. Das wird hier nichts hochgezogen. Ja? Ganz wichtig. Also, ihr Daumen hoch. Finger ausklappen, sich schon mal vorstellen, welche vier Saiten sind das, die wir jetzt erwischen müssen, und ran an die Saiten. Und dann spielen wir sie einmal ab. Dann machen wir das gleich noch einmal. Und gleich noch einmal, ganz in Ruhe, die Hand öffnen, Daumen hoch, Finger ausstrecken und ran an die Saiten und abspielen. Das könnt ihr ruhig einige Male wiederholen, 10 Mal, 20 Mal, so lange, so oft, bis ihr das Gefühl habt, ah, jetzt kennt meine Hand den Weg, meine Finger wissen genau, wie sie an die Saiten kommen. Ja, jetzt kommt dazu, dass wir, bevor wir den vierten Finger spielen, jetzt ist nur noch der vierte Finger, jetzt strecken wir den Daumen wieder nach oben und der Daumen setzt auf das D ein. Und jetzt könnt ihr da mit dem vierten Finger bleiben, ja, das wird wiederholt. Da ist der Fingersatz allerdings nicht so entscheidend, also wenn ihr zum Beispiel hier runterkommt, und jetzt den vierten Finger abgespielt habt und jetzt aber lieber den dritten Finger nehmt für den Quintgriff und lieber den zweiten Finger für das A, ist auch in Ordnung. Das könnt ihr ausprobieren. Also, wir machen das noch einmal, diese Phrase. Wir fangen oben an beim F. F, D, D, F. E, zack, unseren Griff. Ja.
Für diejenigen, die das mit dem dritten und vierten Finger nicht machen wollen, geht das selbstverständlich auch wieder aufzuteilen in zwei Hände. Also ihr könnt auch von hier oben runterkommen. Und dann setzt ihr 1, 2, 1, 2 ein. Und die könnt ihr dann, wie ihr wollt, mit den zwei Händen aufteilen. Also ihr könnt auch hier diesen Griff, wenn der euch ganz unangenehm ist oder ihr eure Finger nicht schnell genug dahin bekommt, dann spielt ihr das mit zwei Händen E und D mit 1, 2 und mit der linken Hand A und G mit 1, 2. Geht wunderbar. So, und jetzt kommen die letzten vier Takte, die ihr noch lernen müsst. Und zwar kommen jetzt wieder ein paar kleine Sprünge hinein. Es geht wieder genauso los. Aber das zweite D spielt ihr alleine und dann setzt ihr wieder ein. Also es ist genau wie das erste Mal, nur mit einem extra D. Ja? Wir machen das nochmal. Jetzt setzt ihr den ersten Finger aufs E und den zweiten Finger auf C und dann ganz schnell mit dem Daumen aufs D einsetzen. Also ihr spielt Daumen E, jetzt den Daumen wieder heben, aufs D einsetzen, C abspielen und D abspielen. Ja? Das könnt ihr auch ganz einzeln, diese kleine Bewegung üben und dann mal wieder probieren, das Tempo zu erhöhen. Also wir waren jetzt hier. Und jetzt brauchen wir aber zum Glück keine vier Finger mehr, sondern nur noch drei. Wir setzen jetzt den Daumen auf D, zweiten Finger auf A und den dritten Finger auf G. Also das heißt, ihr geht einmal abwärts, jetzt geht es aufwärts und jetzt geht es aber abwärts. Und das letzte F könnt ihr entweder mit dem vierten Finger spielen, ihr könnt es auch mit der linken Hand spielen. Also die zweite Phrase noch einmal im Ganzen. Vier Finger. Und jetzt abwärts. Und das war's schon. Diese Phrase bestehend aus 16 Takten kommt dreimal vor und zwar in unterschiedlichen Lautstärken und unterschiedlichen Registern, so nennt man die verschiedenen Höhen eines Instrumentes. Wir spielen es am Anfang im Piano und nachdem wir das einmal durchgespielt haben, kommt es im Mezzo Forte. Und wer jetzt diese Stimme nicht in zwei Hände aufgeteilt hat, der kann nun parallel mit der linken Hand mitspielen. Und zwar beim ersten Mal wird die linke Hand einfach eine Oktave tiefer noch mit dazu gespielt. Das ganze Fortissimo gespielt. Das mache ich jetzt hier aus Gründen der Tonqualität nicht. Das üben wir dann zusammen. Jetzt springen beide Hände eine Oktave nach oben.
Wir beginnen also jetzt hier. Hinter uns haben, dann spielen wir wieder ganz im Piano und zwar wieder ganz den Anfang vom Stück, auch in der mittleren Oktave. Und jetzt werden wir noch leiser, aber wir spielen kein Ritardando. Nicht langsamer zum Schluss, das machen wir nicht. So, und das war es auch schon, das ist das ganze Stück. Und ihr seht, ihr könnt also zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Stimme aufgeteilt habt in zwei Hände, könnt ihr trotzdem natürlich in den Oktaven auch variieren. Also das könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch die ganze Zeit diese erste Linie spielen. Hauptsache, ihr spielt in der richtigen Dynamik. Aber das üben wir dann zusammen in der Gruppe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis bald.